Wieso mischst du dich eigentlich bei Patrick und mir ein? Was hast du davon? Im Gegenzug könntest du ein gutes Wort bei ihm einlegen. Ich brauche ein Foto von mir mit glücklichen Feuerwehrmännern. In The Castle steckt meine komplette Energie, mein Vermögen und meine berufliche Zukunft. Ich muss mich 100% drauf konzentrieren können. Ich glaube, das ist schon gemerkt. Ich habe mich in dich verliebt. Ich habe Spaß mit dir, aber mehr ist da nicht. I'm born and painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Verstehe ich nicht. Ja, wir haben eine gute Zeit und wir verstehen uns super, aber... Mehr ist da nicht. Jedenfalls nicht so viel, wie du denkst. Ich dachte, das wäre klar. Klar, ja. Du lädst mich zum Rockkonzert ein, du tanzt eng mit mir, du kuschelst dich an mich. Bitte, was ist denn da nicht klar? Das war rein freundschaftlich. Ich wollte nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Und als ich zu schlafwandelnd bin? Da habe ich auf dich aufgepasst. Mhm. Du bist die ganze Nacht bei mir geblieben. Du hast sogar in der Wiege geschlafen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Das macht man unter Freunden so. Weißt du was? Viel Spaß beim Tennisturnier. Du findest sicher jemanden, der dich begleitet. Rein freundschaftlich. Theo! Weg. War das wieder der Investor aus Grosny? Hat er abgesagt? Nein. Ist ja immer das Gleiche mit den Russen. Ein ewiger Eiertanz. Sydney, es wäre für uns alle so viel einfacher, wenn wir deinen Bruder ins Boot holen würden. Du hast ihm unser Projekt vorgestellt. Er kommt nicht auf dich zu, das heißt, er will nicht. Und mir ist es sowieso nicht angenehm, Geschäfte in der Familie zu machen. Glaubst du nicht, es wäre einfacher, die Investorensuche von Atlantic City auszumachen? Wie gesagt, vielleicht muss ich vorher noch mal nach Grosny fliegen. Oder auch nicht, bei dem ewigen Eiertanz mit den Russen. Warum hast du es plötzlich so eilig, von hier wegzukommen? Vor kurzem wolltest du unbedingt noch ein paar Tage Lüneburg dranhängen. Wir haben unser Castle doch schon viel zu lange alleine gelassen. Unser Baby wird groß und stark werden, vertrau mir. Oh, Entschuldigung, ich suche Gunther. Wer tut das nicht? Du findest mich in der Suite. Ihr zwei bekommt Arbeit und Liebe aber beneidenswert gut unter einen Hut. Das ist ein Balanceakt, aber im Moment haben wir nicht so viel Zeit füreinander. Ehrlich? Und lasst euch nicht unterkriegen hier, ja? Wollte ich gerade anrufen. So, ist alles besprochen. Was ist das? Meine Kündigung liegt auf deinem Schreibtisch. Ich nehme jetzt meinen Resturlaub. Patrick, ich bedauere deine Entscheidung. Papa, ich bin dir dankbar, dass du mir die Chance gegeben hast, bei dir einzusteigen. Das war eine interessante Erfahrung. Aber jetzt wissen wir auch, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Weil ich ein Kontrollfreak bin? Eine pädagogische Niete. Oh, Moment mal. Ist besser so für uns beide.
Lasse den besten Empfangschef, den ich je hatte, zwar nur ungern ziehen, aber ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg. Danke, das weiß ich zu schätzen. Wir sehen uns beim Handballtraining. Du, für mich steht jetzt erstmal die Jobsuche ganz oben. Und ich habe auch ganz viel bei der Feuerwehr zu tun. Der Tag der Jugendfeuerwehr steht an und ein Weiterbildungskurs. Du weißt schon. Ja, dann viel Glück bei der Jobsuche. Danke. Tut mir leid, Mann. Ich dachte, Kim mag dich. Das tut sie ja auch. Rein freundschaftlich. Wenigstens weißt du jetzt, woran du bei ihr bist. Ja, nix weiß ich. Du hattest eben die rosarote Brille auf. Die sie mir aufgesetzt hat. Wenigstens bleibt mir jetzt das blöde Tennisturnier erspart. Genug gejammert, das Leben geht weiter. Zisch mal ab, genieß dir einen freien Tag. Du machst jetzt mal eine Pause. Wieso, was meint ihr? Mit deiner Laune vergraust du dir sowieso die ganze Kundschaft. Was meinst du, Laune, Laune? Ich habe keine schlechte Laune. Umso besser, mach dir den Kopf frei. Wir halten hier die Stellung für dich. Ja, okay. Danke. Dann. Bis dann. Jetzt müssen wir wohl auf unseren Schlafwandler aufpassen. Dein Partner ist ja in einem Schweigekloster? Ja, in einem Zen-Kloster. Er sucht dort Ruhe und innere Einkehr. Und dafür lässt er dich und seinen Sohn alleine? Volker hat viel Schlimmes durchgemacht in der letzten Zeit. Das kann er nur da verarbeiten. Außerdem lässt er uns gar nicht alleine. Schau mal. Er schreibt aus dem Kloster? Nein, das wäre wenig hilfreich auf dem Weg zu seiner inneren Mitte. Den hat er mir geschrieben, bevor er abgereist ist. Der lag heute in meinem Briefkasten. Ohne Briefmarke? Ja, wie es aussieht, hat er einen Liebesboten engagiert. Das ist schon der zweite, seit er weg ist. Weißt du wen? Ich habe so meinen Verdacht, ja. Denn Volker ist sehr attraktiv. Ja. Es war aber keine Liebe auf den ersten Blick. Aber daran glaube ich sowieso nicht mehr. Lasst euch nicht stören. Ach, sie stören gar nicht. Danke für den Kaffee. Aber gerne. Ich werde mal meinem Verdacht nachgehen. Habt ihr Geheimnisse von mir? Geheimnisse? Nein, das haben wir uns doch versprochen. In der Hochzeitsnacht. Aber mit Versprechen ist das manchmal so eine Sache. Ich weiß, dass ich deinen Bruder mit unseren Geschäften in Ruhe lassen sollte. Aber ich hätte ihn wahnsinnig gerne im Castle an Bord. Mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten. Glaubst du, dass meine Hotelerfahrungen und deine Kontakte nicht ausreichen? Klar, aber würdest du es nicht auch lieben, dich mit deinem Bruder über The Castle auszutauschen? Euch beim Brainstorming die Bälle zuzuwerfen? Und ganz abgesehen davon hat Gunther in der Branche einen unglaublich guten Ruf. Und gerade hier in Europa wäre das noch mal ein Qualitätssiegel, wenn er bei uns einsteigt. Ich möchte nicht, dass Gunther sich verpflichtet fühlt. Du bedrängst ihn. Er hat auch von sich aus Interesse angemeldet. Er wollte sogar, dass ich ihm die Projektunterlagen gebe, inklusive Entwurf für einen Teilhabervertrag. Sydney, lass mich nur noch einmal nachhaken. Wenn überhaupt, dann mache ich das. Und zwar ganz, ganz, ganz vorsichtig. Mit einem unnachahmlichen Fingerspitzengefühl. Simone Falkenstein ist hier tatsächlich mit einem Pressefotografen aufgelaufen? Ja, angeblich will sie sich stark für eine Jugendfeuerwehr machen. Na, wahrscheinlich hat sie eingesehen, dass eine Feuerwehrschule in Ortenbissen keinen Sinn macht. Und nun spannt sie den Nachwuchs vor ihren Karren. Hier. Sind das die Grundrisse von dem Speditionsgebäude gegenüber? Der Frau ist es egal, womit sie ihre Wählerstimmen einfährt. Das macht sie ja so unberechenbar.
Das Gebäude ist perfekt als Schulungszentrum. Wir brauchen nur ein paar Wände versetzen, den Sanitärbereich ausbauen. Na ja, dann werde ich mich mal um die restlichen Gelder kümmern, damit wir die ganze Sache über die Bühne bringen. Je eher, desto besser. Bis dann. Tschüss. Hey. Hey, Ben, na, für die Feuerwehr entflammt? Ja, sieht ganz so aus. Gut. Hallo, Ben. Hi. Ich habe mich im Netz mal schlau gemacht über die Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ah, dann konnte ich dich wohl nicht abschrecken. Nee, keine Chance. Allerdings sind die Fahrzeiten ein echtes Problem. Momentan müsste ich für die Kurse bis nach Leu fahren. Ja, das sind 4 Stunden Fahrzeit hin und zurück. Ja, mit ein bisschen Glück kannst du demnächst im Gebäude gegenüber die Schulbank drücken. Ach, das wird die neue Feuerwehrschule? Genau. Das wäre großartig für mich. Ja, aber es wird noch ein paar Wochen dauern. Das Gebäude gehört der Stadt noch gar nicht. Und außerdem müssen wir auch umbauen. Mhm. Ein paar Wochen also, ja? Mhm. Aber wenn du schon so heiß drauf bist, dann kannst du eigentlich alle medizinischen Tests schon machen. Dann bist du startklar, bevor wir es sind. Ich trainiere die Heidekicker. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich beim Triathlon mitgemacht. Also ich bin fit wie ein Turnschuh. Wir brauchen es trotzdem schwarz auf weiß, bevor wir dich hier in die Mangel nehmen. Ein doppelter Espresso. Also wenn der dich nicht wach macht, dann weiß ich auch nicht. Oh, was für eine Nacht. Oh, völlig umsonst. Also, dass jemand einen Cocktailshaker mitgehen lässt, das kann ich irgendwie verstehen. Aber Geschirr, Handtücher? Hallo. Hey. Ich könnte auch so einen gebrauchen. Oh, könnten wir noch einen haben, bitte? Mach ich. Du solltest mal ein bisschen mehr schlafen und weniger Party machen. Party machen wir überhaupt kein Problem, wenn ich nicht die anderen Nächte herumtigern würde, ohne es zu merken. Schlafwandelst du etwa wieder? Was heißt wieder? Hat er als Kind schon mal gemacht. Damals war es offenbar eine Stressreaktion auf die Scheidung von Jeanette und mir. Und was stresst dich aktuell? Dankeschön. Hey, du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nein, wirklich nicht. Das ist gefährlich. Wenn du nachts rumläufst und da kommen Autos... Ich war doch nur hier im Carlas. Hast du vielleicht Wasser getrunken und Geschirrhandtücher mitgehen lassen? Ja, aber Kim hat die doch wieder hergebracht. Frau Parker weiß davon? Ja, sie hat mich gestern Abend auf frischer Tat erwischt und dann nach Hause gebracht. Das war aber nett von der Frau Parker. Ja, so macht man das eben unter guten Freunden. Ich dachte immer, da ist mehr als nur Freundschaft. Ja, das dachte ich auch. Sie sieht das offenbar ein bisschen anders. Oh, dann wissen wir ja jetzt, was dich aktuell stresst. Immerhin, eine gute Sache hat es, dass Kim und ich, dass das nichts wird. Ich muss hier im Schlaf nicht mehr hinterherlaufen. Ah. Henry, gut, dass du da bist. Wir müssen reden. Nur wenn es um Kaspar geht. Kaspar geht es bestens. Der freut sich über die vielen Briefe von seinem Vater. Die rascheln so schön, wenn er sie sich in den Mund schiebt. Euch schreibt er. Aha. Wie schön. Ja, und weißt du, was das Beste ist? Diese Briefe kommen nicht per Post. Volker hat anscheinend in seinem Kloster telekinetische Fähigkeiten entwickelt. Tele was? Er transferiert diese Briefe allein durch die Kraft seiner Gedanken zu mir. Okay, diese Kisten werden schwer. Ich muss zurück in die Küche. Doch. Besser? So, jetzt raus mit der Sprache. Wie viele Briefe hat Volker dir vor seiner Abreise für mich zugesteckt? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und du hast keine Ahnung, wie hartnäckig ich sein kann. Es tut mir leid, ich habe ein Schweigegelübde abgelegt. Ha! Ich wusste es. Du machst dir deine eigene Überraschung kaputt, Merle. Hm? Er war eigentlich für morgen gedacht. Danke. Ich werde ihn auch erst morgen lesen, versprochen. Du weißt ja gar nicht, wie sehr ich Überraschungen liebe. Recht. Ich werde Jeanette anrufen. Ja, sie kann sich sicher noch daran erinnern, wie das damals mit Theos Schlafwandeln war. Wir haben damals überhaupt nicht gemerkt, wie sehr die Trennung Theo belastet hat, bis er plötzlich jede Nacht unterwegs war. Aber glaubst du, man kann so gestresst sein, nur weil man verknallt ist?
Offensichtlich, oder glaubst du, er hat noch andere Probleme? Nicht, dass ich wüsste. Naja, das kann man bei ihm ja nie wissen. Ich hab's. Chaos mit System. Jedenfalls finde ich's gut, dass er bei Kim in die Offensive gegangen ist. Obwohl sie ihn hat abblitzen lassen? Dann muss er wenigstens nicht mehr im Schlaf nach ihr suchen. Oh, mein Romantiker. Schlechte Nachrichten? Nein, nur der übliche Hickhack von einem Gerichtstermin. Lass dich nicht ärgern, ne? Ja. Ja, Lichtenhagen hier. Ich habe eine Mail von Ihnen bekommen, dass Ihre Datenbank gehackt wurde. Stimmt das? Und alle Namen wurden entschlüsselt? Auch meiner? Mach dir keine Vorwürfe. Verliebte Männer brauchen manchmal keinen Grund, um zu glauben, dass ihre Gefühle erwidert werden. Aber vielleicht habe ich Theo unbewusst wirklich die falschen Signale gesendet. Ihr habt einen lockeren Umgang. Das kann schon mal mit einem Flirt verwechselt werden. Wir hatten einen lockeren Umgang. Ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Abwarten. Lass ihn seine Wunden lecken. Als er mir seine Liebe gestanden hat, da hätte ich mich am liebsten weggebeamt. Oh, es ist schon ein Kreuz, wenn man so attraktiv ist. Selber. Ich komme klar damit. Oh, meine Schicht fängt an. Ich gehe jetzt eine Runde joggen. An der Ostküste erreiche ich jetzt sowieso noch keinen. Wir sehen uns später. Ja. Tschüss. Ergreifen Sie die Flucht vor mir? Hätte ich einen Grund? Schlechtes Gewissen? Sie hat mir Waffeln versprochen. Ach, natürlich, die Waffeln. Ich kann Ihnen aber leider nicht versprechen, dass wir überhaupt hier sein werden, an Ihrem Tag der Jugendfeuerwehr. Ich weiß gar nicht, ob der Tag stattfinden wird. Ohne Waffeln? Ich könnte Ihnen das Rezept verraten. Ausnahmsweise stammt noch von meiner Mutter. Dann müssen Sie mir auch zeigen, wie man die Waffeln zubereitet. Mit Rezepten kann ich nichts anfangen. Sehr gerne, aber... Gut, morgen Mittag. Die Adresse reiche ich nach, wenn ich eine habe. Ich gehe mir später noch eine Wohnung anschauen. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Mein Mann hat vielleicht noch was geplant. Gut, dann habe ich eben Pech. Und Sie müssen mit einem schlechten Gewissen weiterleben. Ben, was machst denn du hier? Ist alles okay? Ich will mich nur durchchecken lassen. So viel Eigenverantwortung hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich wollte es dir gestern Abend eigentlich schon sagen, aber dann bin ich bei Thomas versagt. Versagt? Ja. Das ist eine sehr gute Idee, wenn man sich am nächsten Tag durchchecken lassen will. Nein, es ist nur ein Lungenfunktionstest. Belastungs-EKG, sowas halt. Wozu machst du das? Für die Freiwillige Feuerwehr. Die verlangen ein Belastungs-EKG, wenn du bei denen als Elektriker arbeiten willst? Nee, aber als Feuerwehrmann zum Beispiel. Du willst dich bei der Freiwilligen Feuerwehr ausbilden lassen? Ja, welcher Junge will das nicht? Ich wusste, dass du mich auslachst. Und deswegen habe ich mir einen Termin geben lassen bei Dr. Wondrak. Ich lach dich überhaupt nicht aus. Ich find's toll, dass du dich so engagierst. Ich freue mich nur darauf, dass du vielleicht auch mal nächtliche Noteinsätze haben wirst und dann weißt, wie der nächste Tag tut. Du Feuerwehrmann kennt keinen Schmerz. Ich muss dir leider sagen, dass Dr. Wondrak sich hat krank melden lassen. Ich kann den Test mit dir durchführen. Ich wollte immer schon mal einen Feuerwehrmann ohne Uniform sehen. Setzen Sie sich ruhig, der Tisch ist frei. Was darf ich Ihnen bringen? Bitte einen Kaffee. Die Mappe gehört mir auch nicht. Oh, dann hat die der neugierige junge Mann von eben liegen lassen. Was wollte er denn wissen?
Die Hobbys vom Hotelchef. Nur ein übereifriger Bewerber auf den Posten des Empfangschefs. Ach, der ist noch frei? Die Stelle stand gar nicht mehr im Netz. Ich dachte, die wäre längst besetzt. Ja, Herr Flickenschild stellt hohe Ansprüche. Wie ist es denn so, hier zu arbeiten? Nettes Team, faire Bezahlung und vor allen Dingen Chefs, die man respektieren kann. Klingt gut. Ganz ehrlich, ein Jackpot. Wenn man auf Kleinstädte steht. Ich stehe drauf. Und das Team scheint wirklich nett zu sein. Ich gehöre nicht zum Hotelteam. Das Carlas läuft separat. Und ich bin nur vorübergehend hier. Jackpot? Oh. Einfach mal still sitzen und nichts tun ist bei dir nicht drin, oder? Das sagt die Hallo. Richtige. Oh. Jeff und ich sind beruflich so viel unterwegs, da ist Joggen das Einfachste, um sich fit zu halten. Ich habe früher viel Yoga gemacht. Jetzt habe ich ja den Kleinen als Personal Trainer. Den würde ich auch sofort. Hast du den Liebesboten enttarnt? Natürlich. Henry, Volkers Bruder. Ja. Jeff möchte Gunther finanziell am Kersel beteiligen. Wow, ist eine tolle Idee. Gunther ist ja ein Profi in dem Fach. Ja, aber er ist auch mein Bruder. Und ich wollte ausdrücklich nicht, dass Jeff Gunther als Investor anwirbt. Glaubst du nicht an euer Hotel? Doch, natürlich. Das Kersel ist ein einzigartiges Projekt und Jeff und ich geben 100%, damit es ein Erfolg wird. Aber Jeff ist ein knallharter Geschäftsmann. Wenn es um seine Vorteile geht, kennt er kein Pardon. Ach, du denkst, er würde Gunther übers Ohr hauen? Nein, Jeff bleibt korrekt, aber immer auf seine Vorteile bedacht. Und das kann böses Blut geben. Na, denkst du, du müsstest Gunther vor ihm beschützen? Oh, oh. Oh, Sidney, das lass ihn bloß nicht hören. Er wird stinksauer. Wieso? Du darfst doch deinen Bruder nicht unterschätzen, Sidney. Gunther ist mindestens ein so ausgebuffter Geschäftsmann wie dein Jeff. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe damals den Ascania-Park mit ihm aufgezogen. Gunther weiß immer genau, wie er seine Interessen durchsetzen kann. Ich fürchte nur, dass er sich meinetwegen zurücknimmt. Nein. Familie ist Familie, aber Geschäft ist Geschäft. Schick die beiden ruhig in den Ring. Die werden schon ihren Spaß miteinander haben. Moin. Hallo. Ja, tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, die Unterlagen zusammenzusuchen, aber jetzt müsste alles beisammen sein. Wartungsbericht, Feuerlöschgeräte, TÜV-Belege der Geräte und dann ist da noch die letzte feuerpolizeiliche Untersuchung. Müsste alles eine Richtigkeit haben. Davon gehe ich aus. Ja, was ist denn jetzt dann mit der feuerpolizeilichen Untersuchung? Oder? Für die Kontrolle der Brandschutzmaßnahmen bin ich nicht zuständig. Das macht ein Mitarbeiter. Das ist aber nicht er, sondern der sitzt irgendwo da draußen. Gut, okay. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mir Ihren Imbisswagen für unseren Tag der Jugendfeuerwehr leihen können. Ja, sicher, aber jetzt kann ich ja erstmal diese Brandschutzsache klären. Herr Lichtenhagen, hallo! Bleiben Sie doch mal hier. Sie sind nicht hier, um kontrolliert zu werden. Bin ich nicht? Nein. Die Freiwillige Feuerwehr möchte ein kleines Fest organisieren, auf dem wir uns dem Nachwuchs präsentieren. Und dafür brauchen Sie meine Imbissbude. Jetzt haben wir uns verstanden. Na, ich kann natürlich nicht die ganze Bude dahin karren, was sagt da meine Kundschaft. Aber ich kann Sie gerne mit Würstchen beliefern, Soßen auch gerne und für Sie alles zum Einkaufspreis. Ja, super, perfekt. Machen wir so. Ist Herr Flickenschild in seinem Büro? Ja, ist er. Danke. Herr Janssen. Ach, Frau Falkenstein, auf der Flucht vor der Feuerwehr? Ich hörte, man hat sie aus der Feuerwache rausgeworfen mitsamt ihrem Pressefotografen. Das war ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Sie sind eben keine Politikerin. Sie sind eine reine Selbstdarstellerin. Wie wir beide wissen, schließt das eine das andere nicht aus. Machen Sie nur weiter so, Frau Falkenstein. Immer weiter so. Hätten wir uns nicht woanders treffen können? Hier turnt Janssen wegen Flickenschild ständig rum. Ich mag dieses Haus. Es hat nur den falschen Besitzer. Hast du gehört, was der Giftzweck gesagt hat? So leid es mir tut, der Punkt ging an Janssen.
Was soll denn die Aktion in der Feuerwache? Na, die Leute sollen sehen, wie engagiert ich bin. Da sattelst du ausgerechnet Jansens neues Steckenpferd? So wie der das aufbläst mit der Feuerwehrschule, wird das ein Riesenthema. Das kann ich ihm nicht allein überlassen. Mensch, Simone, wenn du Jansen austricksen willst, dann musst du dir schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Ich arbeite dran, glaub mir. Was machen denn deine Krisenherde? Ja, Patrick hat gekündigt. Das sagst du so gelassen? Ja, er glaubt wohl, es lebt sich besser ohne meinen Schutz. Du hast einen Plan B. Karten für die Handball-Weltmeisterschaft. Für das Endspiel. In Paris. Und du glaubst, dafür kommt er zu dir zurück? Ist ja nur eine Maßnahme von vielen. Das Spiel ist erst in einem halben Jahr. Weißt du, Simone, Patrick soll ruhig erst mal in einem anderen Hotel die Befehlsstrukturen kennenlernen. Dann wird er schon begreifen, dass es gar nicht so übel ist, der Sohn vom Chef zu sein. Dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben, Berger. Kannst mich ruhiger dran nehmen, Berger. Aufsitzen. Ist das wirklich alles, was du drauf hast? Ein. Und aus. Komm, da geht noch was. Denk dran, ohne Atemschutzmaske keine Heldentaten. Und ein, okay. Und aus. Oh, 3 Zentimeter kleiner als im Perso. Im Alter schrumpft man. Wie habe ich abgeschnitten? Hey, du hast mich ganz schön hart rangenommen. Du hast es so gewollt. Ich dachte, ich wäre fitter. Fitter geht nicht. Du, ich bin 3 Zentimeter gesch... Wie, fitter geht nicht? Du wirst den Kollegen den Rang ablaufen. Selbst mit Atemschutzmaske. Dann kann ich die Ausbildung machen. Ja. Oh. Also Frau Falkenstein ordentlich eingeschenkt. Ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal wirklich sprachlos erlebt. Vielleicht lässt sie ja dich und deine Feuerwehr jetzt in Ruhe. Ah. Oh. Entschuldige. Das ist Torben, da muss ich rangehen. Ja, hallo Torben. Und was sagt dein amerikanischer Kollege? Ja? Und weiter? Ja, das klingt spannend. Ja? Dann lasse ich dir den Teilhabervertrag von Jeff zur Prüfung zukommen. Ja? Gut. Bis später. Du erwägst eine Beteiligung am Hotel deiner Schwester? Torben hat sich bei seinem amerikanischen Kollegen erkundigt und Jeffs Teilhabermodell scheint Standard zu sein. Ja, ja, ich habe nicht an der Integrität deiner Verwandtschaft gezweifelt. Das Projekt klingt spannend und liegt voll im Trend. Weg von den großen Spielpalästen hin zu exklusiven Hotels
mit Casinobetrieb. Und außerdem die Rendite, die Jeff mir versprochen hat, 5,5%, nicht zu verachten. Und laut Torbens Kollegen sollte ich zugreifen. Aus meiner Erfahrung als Steuerberater kann ich dich nur warnen. Ich habe etliche Familien an geschäftlichen Streitereien auseinanderbrechen sehen. So ein Projekt kann eine Familie aber auch zusammenschweißen. Ja, Blut ist dicker als Wasser, aber bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Ja, bitte. Entschuldigt, wenn ich einfach so reinplatze hier. Ah, hallo. Komm rein. Gunther, ich bräuchte mal wirklich deine ehrliche Meinung. Was kommt jetzt? Soll ich euch allein lassen? Nein, schon gut. Es geht um Folgendes. Ich habe mir gerade eine Wohnung angeschaut, die ich vom Schnitt und vom Preis eigentlich ideal finde. Wo ist der Haken? Sie liegt direkt nebenan. Neben dem Hotel? Ja, und der Sommerterrasse vom Carlas. Ach, und jetzt hast du Angst, dass du wegen des Gastronomiebetriebes im Sommer kein Auge zumachen kannst? Ja. Also der Salzmarkt ist eine 1A-Wohnlage. Greifen Sie zu, bevor die Wohnung weg ist. Gut, dann habe ich jetzt endlich ein neues Zuhause. Hi. Komm rein. Ist alles okay? Du siehst sehr gestresst aus. Sag mal, hast du schon von dem Hackerangriff auf eine Abteilung eurer Klinik gehört? Die Lüneburger Samenbank, ja. Alle Spendernamen sind entschlüsselt. Ah, ich meine, was unternehmt ihr denn jetzt dagegen? Wir können nichts unternehmen. Aber ihr könnt doch nicht zulassen, dass die Kriminellen die Namen im Netz veröffentlichen. Ja, was sollen wir denn machen? Rechtlich gesehen dürfen sie es nicht. Moralisch gesehen bin ich ehrlich gesagt auf ihrer Seite. Ich finde, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, zu erfahren, wer sein Vater ist. Aber doch nicht so. Wie weiß denn überhaupt davon, die Presse? Du bist Spender. Ich habe vor einigen Jahren in Absprache mit Carla eine Vasektomie vornehmen lassen. Und damals wurde mir geraten, eine Zeugungsreserve einzufrieren. Ja klar, falls du es dir anders überlegst. Nein, ich weiß nicht. Ich habe es jedenfalls machen lassen, aber Carla weiß nichts davon. Wieso hast du denn nicht mit ihr darüber gesprochen? Ich habe mir gedacht, so eine Reserve tut nicht weh und ich wollte kein großes Ding daraus machen. Und jetzt hast du Angst, dass die Hacker eine große Sache draus machen. Was soll ich denn jetzt machen? Na, mit Carla reden, bevor sie es noch aus den Medien erfährt. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Bitte sehr. Hey, du warst schon wieder joggen. Ich bewundere deine Selbstdisziplin. Oh, die Gegend macht es einem auch richtig leicht. Es ist so herrlich, durch die Heide zu laufen. Kann ich dich kurz einen Moment sprechen unter vier Augen? Ja, klar. Selbstverständlich. Bitte. Es geht um The Castle. Gibt es Probleme? Also wegen der Finanzierungslücke, die ihr schließen müsst? Nee, darum mache ich mir keine Sorgen. Jeff ist im Gespräch mit Investoren, aber er erwähnt immer wieder, dass er dich gerne mit dem Boot hätte. Aber mit dem Projekt. Ich habe ihm bereits gesagt, dass ich keine größere Summe investieren könnte. Es geht ihm um deine Erfahrung und um deinen guten Ruf in der Branche, in ganz Europa. Ich fühle mich natürlich geschmeichelt, aber wichtiger wäre es, von dir zu wissen, was du davon hältst, wenn ich bei euch mit einsteige. Du bist Familie. Dir vertraue ich mehr als irgendeinem anderen. Und natürlich würde ich sehr, sehr gerne mich intensiv mit dir über das Projekt austauschen. Aber Jeff, der... Entschuldige. Ja? Na, wie sieht's aus? Wird The Castle ein Familienunternehmen? Also, wie es aussieht, spricht nichts dagegen. Im Erdgeschoss ist genug Platz für die Ausbildungsräume. Die Unterkünfte für die Frauen und Männer, die von außerhalb zu unseren Lehrgängen kommen, befinden sich oben. Ja, Sie haben das neue Gebäude so gut wie bezogen. Tja. Ach, die Immobilienverwaltung. Wahrscheinlich wollen Sie schnell einen Termin zur endgültigen Vertragsunterzeichnung machen. Ich dachte, Ihnen fehlen noch ein paar Euro. Es gibt einen Vorvertrag und vermutlich will der Eigentümer alles dingfest machen, um schnell das erste Geld zu sehen. Mhm. Jansen? Mhm. Warum wurde ich nicht informiert? Gut, ich werde dort sein.
Die Immobilie hat den Eigentümer gewechselt. Was? Das können die doch nicht machen. Können sie schon, wenn der Eigentümer schneller an die gesamte Kaufsumme rankommen will. Allerdings muss er den Vorvertrag mitverkaufen. Ja, aber die Konditionen für uns bleiben die gleichen. Ich frag mich nur, was der neue Eigentümer von dem Deal hat, wenn er noch nicht einmal etwas auf den Kaufpreis draufschlagen kann. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Frau Clausen, richten Sie Herrn Lichtenhagen bitte aus, dass er meinen Teilhabervertrag für mein Investment an The Castle fertig machen kann. Danke sehr. Ja, bitte. Haben Sie einen Moment für mich? Herr Mielitzer. Ja, kommen Sie rein. Worum geht es? Ich möchte mich bei Ihnen als Empfangschef bewerben. Sie arbeiten nicht mehr im Ascania Park? Ich habe gekündigt. Ich suche eine neue Herausforderung. Differenzen mit Ihrem Vater? Beruf und Familie ist nicht immer eine glückliche Kombination. Ich möchte beruflich auf eigenen Füßen stehen. Warum das Drei Könige? Weil es Platz 1 unter den inhabergeführten Hotels im Norden ist. Und zwar zu Recht. Es ist nicht umsonst eines der führenden Häuser unter den Ancient-Listed Hotels. Aber der Erfolg ist uns nicht in den Schoß gefallen. Er ist zurückzuführen auf Fleiß, Teamgeist, Loyalität eines jeden einzelnen Mitarbeiters. Ich bin Teamplayer und meinem Arbeitgeber gegenüber immer loyal. Danke für Ihre Zeit. Ja, danke für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wie macht ihr das weg? Hallo, ihr zwei. Die haben eure Samenbank geknackt. Das steht im Newsticker vom Heide-Echo. Hör auf. In der Klinik ist mittlerweile die Hölle los. Das dürfte für einige Herren ja ganz schön peinlich werden. Für die Klinik ist das ein Super-GAU. Die haben den Spendern Anonymität versprochen und jetzt? Ja, da hatte ich ja Glück, dass ich heute früh bei dir war. Aber bei der ganzen Aufregung jetzt, da hättest du wahrscheinlich gar keine Zeit für meine Untersuchung gehabt. Hast du denn deine Unterlagen zusammen für die Freiwillige Feuerwehr? Ja. Ja, bis auf den Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs. Den muss ich noch suchen. Den habe ich, glaube ich, damals zusammen mit meinem Führerschein gemacht. Zusammen mit deinem Führerschein? Hm? Da hättest du vielleicht neulich mal meinen Kurs besucht. Torben war da, Herr Flickenschild. Das brauche ich doch nicht. Brauchst du nicht. Hm. Also weißt du noch, wie der Rettungsgriff geht? Ja, na klar. Dann zeig's mir. Rette mich. Also, das glaube ich jedenfalls. Was? Ben? Ja? Was denn? Was machst du denn da? Also, also das musst du schon mal überhaupt nicht. Entschuldigung, das du musst aufpassen, dass du nicht wegen sexueller Belästigung angeklagt wirst. Lilly, wollen wir zusammen Abendbrot essen in deinem Zelt? Ja! Ja! Super Idee. Dann mach ich mal was. Gut. Ich geh schon mal vor. Lilly, ich geh jetzt da rein. Kommst du gleich mit? Ja. Gut. Also, rein da! Oh Gott, ich steck fest. Du weißt doch sonst immer über alles Bescheid, was in der Stadt vorgeht. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wer das Gebäude gegenüber der Feuerwache gekauft hat. Es muss doch herauszufinden sein, wer der Eigentümer ist. Und zwar bevor ich mich mit ihm treffe. Grundbuchamt. Das Grundbuchamt ist geschlossen. Jetzt bitte keine Bemerkungen über die Arbeitszeiten von städtischen Beamten. Ich bin nicht in der Stimmung. Ich verstehe nicht, wieso dich dieser Eigentümerwechsel so nervös macht. Ich bin nicht nervös. Ich habe einen Vorvertrag und der ist bindend. Ja, eben. Ich darf mich doch trotzdem fragen, wer oder was dahinter steckt. Rein wirtschaftlich kann der Kauf dieser Immobilie für den neuen Eigentümer kein Gewinn sein. Wasser? Gern. Na gut, dann springe ich eben ins kalte Wasser und schaue mir den neuen Eigentümer an. Der Alte hat mir ein Treffen vermittelt. Du kennst doch den Sohn von Herrn Mielitzer. Guter Mann. Er hat es offenbar geschafft, Frau Falkenstein und ihren Pressefotografen auf der Feuerwache souverän in die Schranken zu weisen. Er hat sich bei mir als Empfangschef beworben. Patrick Mielitzer?
Der Sohn deines direkten Konkurrenten? Das war auch mein erster Gedanke. Man, der Empfang ist der neuralgische Punkt eines jeden Hotels. Da laufen alle Informationen zusammen. Holger Militzer will die Nummer 1 in Lüneburg werden. Da sind natürlich Informationen aus dem Feindeslager sehr hilfreich. Auf mich macht Patrick Militzer einen sehr guten Eindruck. Er ist ein in sich ruhender junger Mann, der Privatleben und Berufliches gern trennen möchte. Zudem waren alle bisherigen Bewerber leider inakzeptabel. Und er hat ausgezeichnete Zeugnisse. Von seinem Vater? Nicht nur. Das ist eine schwierige Entscheidung. Vertrau einfach auf dein Bauchgefühl. In Personalfragen hattest du immer einen guten Instinkt. Hm. Danke fürs Wasser. Hallo. Hallo. Vater! Hey. Stress? Ja, nein, ich recherchiere gerade eine Terminsache. Na klar, schlafwandeln.de. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Ich weiß, hat sie mir erzählt. Sie hat mir auch erzählt, dass du schlaflose Nächte hast wegen meiner Schlafwandelei. Kannst du auch zum Lachen in den Keller gehen? Ich finde das nicht lustig, dass du wieder schlafwandelst. Es ist auch schon wieder vorbei. Es geht nichts über die massive Demütigung von einer Frau, um einen Schlafwandler zu therapieren. Oh. So schlimm? Ja, ich wollte dir eigentlich was zeigen. Pass mal. Was ist das denn? Lüneburger Samenbank wurde gehackt. Warum liest du sowas? Du, ich hab zu tun. Okay. Ja, wenn du so viel zu tun hast, ich wollte dich eigentlich auch nur um Rat fragen, wegen der Business-Sache. Dazu wollte ich dir was zeigen. Also, wenn ich der Freiwilligen Feuerwehr meine Wurstbude zur Verfügung stelle, kann ich den Verdienstausfall dann steuerlich geltend machen? Entschuldige, ich bin Anwalt und kein Steuerberater. Aber ich kann mich gerne mal schlau machen. Das wäre wirklich nett. Und dann will ich auch mal nicht weiter stören. Ciao. Tschüss. Lichtenhagen? Jetzt zeig mal Rückgrat. Hast du dich verlaufen? Darf ich denn meinen Sohn nicht besuchen? Nicht, wenn du über meine Kündigung reden willst. Das Thema ist durch. Patrick, ich akzeptiere doch, dass du dein Ding machen musst. Guten Tag. Hi. Hier verbringst du also deine Freizeit. Hin und wieder auch auf Einsätzen. Erzähl mir davon. Seit wann interessierst du dich für meine Arbeit bei der Feuerwehr? Seit ich begriffen habe, wie wichtig dir das ist. Ich habe das nie ernst genommen. Bis jetzt. Ja, das ist unser Aufenthaltsraum. Hier gibt's schlechten Kaffee. Und hier hänge ich mit den Jungs nach einem Einsatz ab, um runterzukommen. Aha. Und ihr versteht euch alle? Hm? Untereinander? Blind. Wir sind ein super Team. Einer für alle, alle für einen. Du, wenn's brennt, muss es schnell gehen. Da ist keine Zeit für Diskussionen. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Naja, du warst schon immer ein Teamplayer. Nicht nur beim Handball. Das nehme ich mal als Kompliment. Ja, ich muss jetzt auch mal wieder was tun hier. Bei uns steht der Tag der Jugendfeuerwehr an, aber wenn du willst, sehen wir uns heute Abend beim Training. Hast du Lust, mal den richtig teuren Kern beim Spielen zuzusehen? Ich dreh durch. Du hast Karten für das WM-Finale in Paris? Uh-uh. Du hast Karten. Wäre natürlich toll, wenn du mich mitnimmst. Klar waren wir da zusammen hin. Oh, danke. Ich freue mich auf die Reise. Ja, ich muss. Herr Flickenschild. Carla, hm? Hast du einen Moment? Ja, immer. Warte mal. Team hat mir einen Link geschickt. Hackerangriff auf eine Lüneburger Samenbank. Warum soll ich mir das denn durchlesen? Bevor du das liest. Torben, da steht dein Name auf der Spenderliste. Hier,
Auf der Seite, die die Hacker veröffentlicht hat, steht Torben Lichtenhagen. Aber das ist doch lächerlich. Ich meine, du kannst doch gar nicht mehr spenden. Du hast deine Samenleiter veröden lassen. Carla, ich... Das ist... Die spinnen ja wohl. Ach. Oh nein, der Gast von Tisch 7 hat schon wieder das Hühnchen zurückgeben lassen? Also, einige Gäste brauchen echt einen Therapeuten anstatt einen Koch. Und guck dir die Internetseite an, dagegen musst du gerichtlich vorgehen. Jansen, was für eine nette Überraschung. Frau Falkenstein. Darf ich? Ich erwarte jemanden. Sind das schon die Umbaupläne für die neue Feuerwehrschule? In der Tat. Aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Etwas übereifrig, finden Sie nicht? Schließlich gehört Ihnen das Gebäude noch gar nicht. Aber bald. Nicht zuletzt muss ich Sie deshalb bitten, zu gehen. Ich habe einen Termin. Na gut. Dann machen Sie mir mal ein Angebot. Mhm. Wie ich hörte, haben Sie die in Ihrem Vorvertrag festgelegte Kaufsumme noch gar nicht zusammen. Sie sind die neue Eigentümerin? Danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und bis bald. Bis bald. Was hast du denn mit Flickenschild zu schaffen? Ich bin auf Jobsuche, schon vergessen? Ja, aber es musst du ihm ja nicht auf die Nase binden. Er ist unsere direkte Konkurrenz. Ja, deine. Wir hatten vereinbart, dass wir Beruf und Privates trennen. Ja, aber es bedeutet nicht, dass man mit dem Feind paktiert. Gunther Flickenschild ist nicht mein Feind, sondern mein Arbeitgeber. Ich bin der neue Empfangschef des Drei Könige. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe gerade unterschrieben. Es tut mir leid, wie das alles gelaufen ist. Und ich fände es schade, wenn wir deswegen jetzt nicht mehr miteinander reden. Wir hatten doch Spaß zusammen. Sag doch auch mal was. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Willst du mir noch die detaillierte Baufinanzierung, aktueller Kostenstand, Lohnkosten und so weiter? Wozu? Ist das ein Problem? Nein, ich habe allerdings nur die englischen Originalpapiere. Zahlen sind zum Glück international. Halt! Halt, stopp! Halt! Ja, da. Geh da runter von der Straße.